Servusle, meine Story-Genießer. Schön, dass ihr reinschaut auf eine gemütliche Runde mit Evil Dynasty, mit dem Oucher und mit dem Rasi Pampi. Habt ja jetzt tausend neue Namen, der Gute. Hier sind wir gestern ausgestiegen. Ich würde sagen, nachdem wir alles soweit erledigt haben, flitzen wir runter nach Denica. Natürlich in der Hoffnung, dass wir ein bisschen was am Wegrand vielleicht finden heute. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt mit der Story weitergeht. Jetzt haben wir vier der glorreichen fünf. Bereits kennengelernt. Einer fehlt jetzt noch. Da bin ich sehr gespannt drauf, was es mit dem auf sich hat. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. War es hier oder da unten? Ganz viele haben in den Kommis geschrieben, es gibt einen Schatz auf der Insel. Ich habe mir nur beim Überfliegen jetzt tatsächlich nicht gemerkt, welche Insel ihr gemeint habt, weil ich ja eigentlich mich nicht so spoilern will, was die neuen Sachen angeht. Aber das war so oft drin gestanden, das konnte ich dann auch nicht übersehen. Ich gucke jetzt mal, ob ihr die hier gemeint habt. Möglicherweise ist es aber die unten. Da steht was. Da steht was. Da ist auch eine Kiste. Und eine Holzschaufel. ...152 Münzen. Irgendwer hat was von 3000 erzählt. Ich haben sie bestimmt gepatcht, bis ich so weit bin, oder? Einmal Hopfen, zwei Gesundheitstränke und eine Fackel. Oder es ist die andere Insel. Vielleicht gehen wir einfach auf beide. Jedenfalls haben wir einen kleinen Schatz gefunden. Sehr, sehr schön. Pass mal auf, muss ich da jetzt irgendwas beachten, wenn ich da runterlaufe? Nö, ich gehe einfach vor Gustovia nochmal dahin. Oder? So machen wir das. Laufen wir Bär da drüben oder da drüben? Wir werden ja später auch mit dem Pferd und mit dem Esel unterwegs sein. Also ist wirklich nie böse gemeint, aber ich möchte natürlich jetzt die Neuerungen so gut es geht halt auch entdecken. Weißt du, wie ich meine? Und wenn ich dann irgendwann im siebten Jahr bin oder so und dann wirklich was übersehen habe, dann würde ich das auch entsprechend dann beherzigen. Aber so lass mich erstmal nur ein bisschen so rumlaufen. Denica. Hier sieht es eben aus, als ob sie da irgendwas Größeres vorhätten. Guck mal, alles begradigt irgendwie, gell? Auch ein wunderschönes Dings da hinten, guck mal. Wenn du da durchschaust, da oben am Berg, die Tannen. Toll. Denica, da hinten links, alles gut. Ich würde nur gerne hier am Wegrand nochmal kurz ein paar Schieler machen. Rechts, links. Hier nochmal kurz hinlinsen. Spontan sehe ich nichts, weil manchmal ist ja genau an diesen Übergängen, wo du dann irgendwie auch sowieso öfter mal vorbeikommst, hier ist jetzt auch nichts. Also, dann zischen wir durch. Zwei Aufgaben haben wir in Denica, eine in Gustovia jetzt mittlerweile wieder, gell? Was sucht denn die Beschilderung? Denica, wupp. Sehr schön. Das ist echt cool, dass wir jetzt zwei schöne Herbsttage hatten. Da hat der Wind doch nicht die Bedeutung, jetzt dem ich gedacht hatte, weißt du, dass nachts vom Wind immer so ein regnerischer Tag folgt. Weil wenn es hier regnet, mittlerweile ist echt übel. Ist echt übel. Hier müssen wir natürlich gucken, dass mal wieder solche Räuber irgendwo am Wegrand sitzen. 10 Pfeile hätte ich. Man könnte natürlich dann versuchen, den einen oder anderen Pfeil wenigstens mal abzuschießen. Ich nehme an, die wechseln auch immer wieder mal, ne? Bam, bam, bam. Gleich sind wir da. Ha! Kupferachs ist ja schon mal nicht das Schlechteste. Hast du eigentlich noch Tragekapazitäten, Digga? Wenn es schon rumliegt. Rausgeschmissen ist es ja gleich, ne? Schupp, du, jetzt freue ich mich auch auf zu Hause. Jetzt ist ja daheim schon ein bisschen mehr Leben wieder in der Burg, ne? Weil wir jetzt die Hütten voll haben. Ich überlege, ob ich die Fischerhütte baue halt, weißt du? Bis das mit der Feldarbeit richtig losgeht, wird es schon noch ein bisschen dauern. Und ihr wisst ja, das ein oder andere Mal bin ich als ganz gerne selbst auch auf den Feldern. Jetzt machen wir erstmal im Alwin seinen Trinkschlauch, würde ich sagen. Erledigen wir mal das eine. Morgen! Kann ich hier eigentlich mich bedienen in irgendeiner Form? Nur wenn ich stehe. Na gut. Oder ist der Mama daheim? Sie ist Mathilda, ich grüße dich. Schönen guten Tag. Hallo, der Trinkschlauch meines Freundes ist kaputt. Ich suche jemanden, der ihn reparieren kann.
Ich kann ihn reparieren. Soweit ich das beurteilen kann, wird es nicht besonders schwierig, aber mir fehlt etwas Material. Was brauchst du? Vielleicht kann ich es besorgen. Ein paar Stück Leder sollten reichen. Die Wälder hier sind voller Wild. Denkst du, du kommst zurecht? Sicher, wie schwer kann das sein? Ich komme mit dem Leder zurück. Hirsch oder Wildschwein? Dankeschön, wo er sie Bescheid. Dann wo er sie Bescheid. Kurz gucken, markiert ist jetzt nichts Spezielles. Gehen wir erstmal gucken. Ich meine, die Leder sind kein Problem, aber sie will ja dann auch gleich, dass ich Wildschweine erledige. Wo waren denn die nochmal? Ich erinnere mich gerade, dass wir halt diese Quest nicht zum ersten Mal machen, ne? Dass wir hier was besorgen müssen. Ich weiß aber nicht, ob man da... Damals war es, glaube ich, noch nicht so, dass es an die Tiere gebunden war. Da war es einfach nur Leder, glaube ich, oder? Schwein oder Hirsch. Und schon steuern wir hier direkt auf den nächsten Loot zu. Das ist natürlich sehr gut. Wenn denn auch was dran liegt. Guck mal. Da hat sich wohl jemand verbarrikadiert. Ein Birnenwein. Oh. Apfelwein. Kirschwein. Birkenmischling. Das ist was anderes. Hier liegt noch mehr. Weinflasche. Okay. Ich nehme mal an, das war eine Weinlieferung, die hier überfallen wurde. Wir gehen mal mehr in den Wald rein. Schön mit den Spots, oder? Ich mag das unheimlich. Ich nehme mit, bis ich überladen bin, ist klar. Jetzt merke ich nur gerade, dass wir auch langsam Durst und Hunger. Das war natürlich jetzt nichts. Schade eigentlich. Das Problem ist, ich sehe jetzt auch nicht wirklich, weil ich die Tiersicht noch nicht habe, ne? Dass der dann mit der Zeit irgendwann hier plötzlich rumliegt und verblutet ist. Ein Elch soll ich nicht, ne? Hier ist was. Die Wälder sind halt schon ein Traum, wenn du mich fragst. Schwein wäre mal lieber, ne? Kennt das ja. Alles, was mich angreift. Außer du vielleicht, Digga. Es gibt seit diesem Jahr bei mir einen kleinen Respektvorrat, was euch angeht. Es ist ein Elchmädler. Wohnt ich? Okay, es sind so viele Pilze, müsste doch normalerweise auch ein kleines Schweinle rumhopfen nehmen, oder? Da. Was ist das da vorne? Ich habe zwei Stück gesehen. Wäre die jetzt sowieso gerade gestorben? Ich habe das Gefühl, ne? Ganz regulär gejagt. Meine Pfeile sind weg, oder? Sieht so aus. Habe ich noch welche? Nicht mehr allzu viele. Wir müssen mal gucken, da war doch noch eine irgendwo. Dann hätten wir es auch schon, wie cool. Zählt er dann auch als Hirsch? Ah, drüber gefetzt. Ja, aber die bluten nach, gell? Holzspeer. Haben wir hier schon mal gejagt, Leute? Wo ist der?
Ja, das hat ja meinen Steinfall. Jetzt habe ich es aus den Augen verloren. Da sind zwar noch an. Das sind wieder Räuber. Jetzt haben wir das Problem, dass ich echt mal gleich gucken würde, wie man mit denen klarkommt, oder? Aber jetzt habe ich kaum mehr Pfeile. Ich würde erst gerne die Jagd erledigen. Das ist der Lux. Ich kann ja den Speer mal ausrüsten. Probieren tun wir es mal, wie weit wir kommen, oder? Holzspeer liegt bei mir auf der 3, sollte ich den machen. So. Aha. Steinpfeil. Aber die will ich natürlich wieder. Und dann ist einer drunter. Probieren wir mal, wie weit wir kommen beim Dorf, bei dem Lager. Ich speichere natürlich vorher. Steinpfeil hat er wieder aufgenommen, gell? Ja. Wie viele Pfeile habe ich jetzt noch? 5 Stück. Wo habe ich denn die jetzt gerade gesehen, die Jungs? Ich weiß jetzt nicht, ob wir da unbedingt schleichen müssen. Ich speichere mal. Quick-Speicherung. So kompliziert. Ein Apfel? 3 Äpfel? 4 gebratenes Fleisch? Ein Bierfläschle und Münzen? Du kannst sie looten? Das wusste ich ja gar nicht. Gesetzloser durchsuchen? 3 Äpfel? Ein Käsle und Münzen? Oh, jetzt habe ich meinen Bogen aus Versehen rüber. Wie gut! Ey, und 2 Pfeile, also in Zukunft machen wir sie mit. Nochmal Münzen. Weizenbier, Bärenwein, Tontasse. Stiefel. Wer ist jetzt... Was da alles da ist, Leute. Nehme ich alles mit. Bettdeck. Ey, jetzt muss ich kurz mal mit mir geschwind die Stämme rausmachen. Kann ich ja daheim wiederholen. Es ist ein Geben und Nehmen. Wahrscheinlich sind die anderen 10 auf der Jagd und kommen gleich, weil ich hier ewig brauche, ne? Kupferaxt. Oh, das finde ich aber... Oh, das finde ich aber gerade eine schöne Abwechslung. So, ich hoffe, ich habe nicht zu viel übersehen. Fupti-mupti! Kurzer Moment, kurzer Moment. Da müssen wir natürlich gleich mal schauen. Stiefelchen. Minus 15 Hitze, aber plus 15 Kälteschutz. Ha ja, dann haben wir schon mal für den Winter bessere Schläppchen. Dann ziehen wir unseren Strohhut auf. Und die Hose wollten wir verchecken, ne? Leute. Doch, einen Bogen habe ich schon noch. Und auch noch ein paar Steinpfeile. Ja, sehr cool. So. Quest erledigt. Gesetzlose ist im Weg geschafft. Der Wald ist wieder ein Stückchen sicherer jetzt. Toll. Toll. Das freut mich gerade voll. Das hat voll Spaß gemacht. Also, dann werde ich jetzt mal gucken, dass wir uns dann vielleicht auch frühzeitig dann den Langbogen bauen, bessere Pfeile. Oh, wir haben ja jetzt eine Kräuterkundige, ne? Unsere Frau. Vielleicht können wir ja bei der Produktion auf Giftpfeile gehen, weißt du? Macht bestimmt auch nochmal Laune. Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bernadetta. Guten Morgen, Vetsebora und Lamberta. So, wo ist denn hier die Angebetete? Das war die Schneiderin, gell? Schawippel. Mathilda.
Hallo. Auftrag ausgeführt, holde Dame. Hier ist das nötige Leder. Das muss viel Arbeit gewesen sein. Er ist ein wirklich guter Freund, nicht wahr? Ich helfe einfach gerne Menschen in Not. Der Trinkschlauch gehört Alwin, einem Bauern aus der Nachbarstadt im Osten. Oh, ich kenne ihn. Er ist ein tüchtiger Junge. Hier hast du den Trinkschlauch so gut wie neu. Richte Alwin meine Grüße aus. Das werde ich. Danke für deine Hilfe. Reputation, Reputation. Sehr gut, aber wir waren hier noch nicht ganz fertig. Sambors Geschichte. Sambors Geschichte. Ist sie das? Fenena. Warte mal, bist du Fenena? Meine Zeit ist kostbar, was willst du? Eine erwachsene Frau? Und wen hast du erwartet? Die Königin? Warum verschwendest du meine Zeit? Entschuldige, so hatte ich mir den Beginn unserer Unterhaltung eigentlich nicht vorgestellt. Pff, schon wieder so einer. Geh mir aus den Augen, du Made. Bitte, ich bin für Sambor hier und... Aber genau so habe ich mir ihr Ende vorgestellt. Bitte, ich bin für Sambor hier. Nein, aber... Ich habe Nein gesagt. Seine Figuren sind der letzte Dreck. Ich würde nichts damit verdienen. Ich will sie nicht in meinem Angebot. Ich würde meinen guten Ruf verlieren. Ich weiß, Ihnen fehlt etwas Feinschliff, aber das ist doch jetzt, ist das nicht gerade der besondere Reiz daran? Bist du besoffen oder einfach nur dumm? Also ich bin nicht betrunken. Ich will seine beschissenen Spielzeuge nicht haben. Wie gemein. Er kann nicht mal andere... Ich muss mich kurz sammeln, ich finde die voll gemein. Ich will es am liebsten erschießen gerade. Ich will seine beschissenen Spielzeuge nicht. Er kann nicht mal andere Tiere machen, nur diese verdammten Rehe. Raus! Ich dachte, du wärst eine bessere Geschäftsfrau. Was sagst du da? Nichts, nichts. Wenn du nicht dazu in der Lage bist, sie zu verkaufen, kein Problem. Natürlich bin ich dazu in der Lage, sie zu verkaufen. Ich könnte sogar Tannenzapfen in einem verdammten Wald verkaufen, du Flachpfeife. Ich will nur keinen billigen, hässlichen Müll verkaufen. Na, wenn du das sagst. Jetzt macht er gerade als wir sein Onkel. So stelle ich mir seinen Onkel vor, diesen Schlauwitz, weißt du? Glaub ja nicht, dass ich nicht weiß, was du da gerade versuchst. Der Dreck unter meinen Schuhen ist klüger als du. Aber weißt du was? Kommen wir ins Geschäft. Wenn du mir ein bestimmtes Objekt beschaffen kannst, für das ich bereits einen Käufer hätte, dann kaufe ich Sambors schäbige Schnitzereien. Damit kommen wir ins Geschäft, Fräulein. Was genau brauchst du? Einen einzigartigen Trank, das Elixier der komischen Macht. Das Elixier der kosmischen Macht. Da siehst du mal, wie dies bei mir verankert ist, als komisch. Und wo soll ich das herbekommen? Kein Grund, dir ins Höschen zu machen. Ich habe das natürlich schon mit Norbert in Baranica abgesprochen. Er kann ihn herstellen, wenn du ihm die nötigen Zutaten bringst. Jetzt zieh ab. Du hast mich lang genug belästigt. Ich komme mit dem Trank wieder. Das war mal der Pfeil wert. Weg ist er. Komm schon, da kommt jetzt schon der Old Mir Donald. Alles klar, wissen wir Bescheid. Branika hat sie gesagt, gell? Hey, aber das machen wir heute nicht. Wir jumpen jetzt hier auf die Insel noch kurz, würde ich sagen. Die hat mich jetzt gerade ganz extrem durcheinander gewuschelt. Allerle. Viel Spaß. Schmeißt sie aus dem Dorf. Komm, wir gehen jetzt noch auf die Insel rüber. Dann machen wir uns auf den Weg nach Gostovia. Denn den Norbert, den können wir dann irgendwann. Wir haben ja noch... Zum Beispiel, sprich mit Unigos. Wobei wir wahrscheinlich aber vorher nach Hause gehen. Ich würde sagen, wir geben beim Alwin den Schlauch ab, gehen heim, machen erstmal wieder daheim ein bisschen was, bevor wir dann wieder Geschichtsstunde beim Unigos nehmen, ja? Und das Branika, das ist sehr gleich bei uns oben ums Eck rum. Wenn wir wieder werben müssen, dann können wir da mal hin. Die war jetzt gemeint, die hat mir jetzt mal überhaupt nicht in der Kram gepasst. Wahrscheinlich mag ich einfach den Sambor zu sehr. Der gute alte Schnitzer. Guck mal hier, das sind doch Babywölfe, oder? Weg ist er. Boah, ist er schnell. Hier, Babywölfe. Das ist natürlich eine Hase. Wahrscheinlich sind es die Füchse, aber ein bisschen hat es mich an Babywolf erinnert. Oh, Shitty, wir haben Hunger und Durst. Da muss ich mir gleich mal ein paar Beeren pflücken, ja? Wenn die noch gut sind. Wenn nicht, gibt es Pilze. Jetzt trinken wir erstmal ein Schlückle. Da vorne ist die kleine Insel. Ich bin mal gespannt, ob da auch was drauf liegt. So. Oder haben wir nicht von irgendwem vielleicht irgendwas Brauchbares zum Essen gefunden? Wir haben doch gerade eben so viel Zeugs gefunden.
Ja, guck mal, ein Apfel hätte einen Nährwert von 3, aber ich wollte das hier. Und danach ein Apfel. Ah, schön. Das haben wir uns ja verdient. Ach Gott, war die gemein. Das Lauch, das Dreckige. Entschuldigung. Ich will seine scheiß Spielerei nicht. Das kann man doch auch lieber sagen, oder? So, Leute. Zumindest habe ich jetzt dann beide Inseln, ne, abgesucht. Gibt es noch eine dritte? Ich sehe keine. Guck mal, was bei uns los ist hier unten. Ich will heim jetzt. Ich will heim. Ich will nach Hause. Jetzt kommt ja eh ein Wegstück, das wir schon kennen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da vorne nochmal in den Wald reinschiele, ob da auch nochmal Räuberlein sind. Aber ich habe auch nur noch 4, 5 Pfeile, gell? Ach, guck mal, hier ist auch was. Also war auf beiden Inseln was. Eine Eisenschaufel, die nehme ich natürlich schon mal mit. 1090 Münzen. Ne, 150 waren es. Ich nehme an, dass wenn da 3000 wirklich lagen, entweder haben sie es gepatcht oder ich habe jetzt an Stellen gesucht, wo es nicht lag. Oder, was natürlich auch sein kann, dass es im Jahreszeitenwechsel irgendwann hier wieder liegt und mehr ist. Jedenfalls haben wir 2 Inseln abgesucht heute und auf beiden haben wir was gefunden. Und im Moment sind wir unter allem bei 1090 Münzen. Das ist schon mal ein halber Esel fast. So, pass mal auf, ich muss mich gerade noch mal kurz erleichtern. Also, ein bisschen was rausschmeißen, ob ich gemacht. So. Auf geht's. Lass uns mal kurz da vorne reinschielen. Vielleicht ist ja da auch noch mal ein Lager von denen. Ich habe aber bestimmt keine Pfeile mehr, ne? Doch. 1, 2, 3, 4. Die würden ja reichen bei für 2. Zur Not jeder einen Schuss mit dem Pfeil in den Kopf. Und dann holen wir unser Dings noch raus. Unseren Speer. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft die Banditen mitmachen, ist klar. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass wir die schneller down kriegen wie unser erstes Schwein, verstehst du? Aber die saßen ja in der letzten Jahreszeit da. Also ich vermute nicht, dass wir die jetzt heute gleich nochmal hier erwischen. Aber ich genieße auch gerade ein bisschen die Stimmung, muss ich ehrlich sagen. Stärketrank. Ausnüchterungstrank. Da liegt noch einer. Ein Nachtsichttrank. Ja, aber da hole ich euch ja gleich mal dazu, dann, wenn ich den probiere, oder? Da liegt nochmal einer. Trank des schnellen Heilens. Ey, lass mich mal kurz gucken. Was steht denn da dabei? Ein Trank wird am Kräutertisch hergestellt, verbessert für eine Weile das Sehvermögen bei Nacht, kann getrunken werden. Dann würde ich sagen, Leute, ich laufe jetzt den Weg nach Gostovia zurück, also Richtung Heimat. Ich nehme fast an, dass wir morgen nach Gostovia rübergehen, so gegen Mitte der Folge morgen. Wenn ich hier am Wegesrand nochmal Banditen sehe, hole ich euch rein. Ansonsten sehen wir uns, sobald hier tiefe Nacht ist, wieder. Weißt du? Damit wir den Trank zusammen austesten und dann gehen wir erstmal nach Hause und pennen. Und dann guschen wir ein bisschen bei uns im Dörfler rum. Ich kann euch jetzt gerade noch nicht gehen lassen. Ich habe das doofe Gefühl, das dauert jetzt nicht mehr lang. Dann sehe ich irgendwo wieder Feuer. Wir brauchen auf jeden Fall, und das ist, glaube ich, auch ganz primär jetzt für mich wichtig, genug Pfeile. Da werden wir mal durchschauen. Und da müssen wir morgen auch mal in der Kräuterkunde gucken. Das können wir nämlich hier auch gleich. Warte mal, geschwind. Der Kräuterer. Hier, guck mal. Zum einen, fürs Gift herstellen brauchen wir Tollkirsche, hölzerne Fiole, Wasser. Und da unten, vergifteter Steinpfeil. 10 Steinpfeile auf ein Gift. Da gibt es Kupferpfeile, Bronzepfeile, Eisenpfeile. Also ich würde sagen, ich möchte gerne auf die Giftproduktion gehen. Und auf die Giftpfeile. Und kann ich in der Verwaltung bei der Kräuterhütte meiner Frau schon mal durch die Blume sagen, wie es denn bei uns weitergeht? Kräuterhütte, Wildruder. Falsche Jahreszeit. Tollkirsche. Warte mal auf, wir machen das anders.
Wir machen das anders. Ich weiß, dass es die falsche Jahreszeit ist. Habe ich jetzt kapiert. Breitwegerich brauchen wir sowieso. Lass uns mal Tollkirsch, aber die ist doch jetzt auch noch nicht, ne? Sommer wird im Sommer in der Wildnis gefunden. Na gut. Da muss ich dann mal gucken, wie ich das mache. Kann sie die Pfeile selber herstellen? Sie könnte sie selber herstellen. Okay, pass mal auf, wir machen es anders. Ich werde in Zukunft die Sachen sammeln. Ich lasse sie mal Gift herstellen. Ich sammle die Sachen selber. Weißt du? Dann lassen wir sie mal den Breitwegerich sammeln, weil den sehe ich nämlich immer ganz schlecht. Machen wir mal 20% sammeln auf Wegerich. Machen wir hier 5. Und dann soll sie uns das Gift herstellen. Machen wir mal bis 80% oben. Dann sind wir ein bisschen spezialisiert, weißt du, weil alles können wir eh nicht machen. Und da wir auch Steinpfeile in der Schmiede herstellen. War es die Schmiede? Ich glaube, die Schmiede war es, gell? Lass ich es mal so eingestellt. Geh noch mal kurz mit euch zurück, dass ich auch keinen Fehler mache. Kein Material. Steinpfeile. Ja. Dann muss ich hier überall ein bisschen was rausnehmen. Also Speere brauche ich zum Beispiel nicht so viele. Steinmesser und Äxte. Ja, hier können wir noch 2% raus. Und Hämmer brauchen wir auch nur zu 5. Wenn da ab und zu mal einer fertig wird, reicht mir das. Und dann würde ich eher hier die Steinpfeilproduktion angehen. So, und da fehlt natürlich Stein. Aber das werde ich jetzt demnächst machen, da sorge ich dafür. Also, wie abgemacht, den Trank probieren wir gleich. Wenn ich irgendwo ein Feuer sehe, hole ich euch dazu. Andernfalls sehen wir uns gleich in ein paar Stunden in der Stille der Nacht. Ich freue mich auf euch. Oh, stopp, den nehmen wir noch zusammen mit. Brettle schadet ja nicht. Fackel nehme ich auch schon mal mit. Die kann ich dann daheim einfach ins Ding schmeißen. Ich glaube, ich habe alles, gell? Gut, weiter geht's. Ich muss sagen, in der Umgebung jetzt rumzulaufen, ist um ein Vielfaches interessanter und macht noch viel, viel mehr Spaß als vorher. Denn neben dem Gefühl, das du hast, weil die Welt ist wirklich schön gestaltet, hast du jetzt die Banditen. Die Jagd ist irgendwie cooler. Die ganzen Spots mit den Sachen zu finden, finde ich super. Du weißt halt im Moment nicht, was erwartet mich bei der nächsten Kurve. Und das muss ich sagen, das macht es unheimlich interessant. Ist da hinten ein Feuer? Nee. Nee. Also, bis gleich. Wir sind so gut wie zu Hause, aber irgendwie wird es heute auch nicht wirklich dunkel. Irgendwie wird es nicht richtig dunkel heute. Aber wir probieren den trotzdem gleich aus. Haben wir den Wagen hier schon gemacht? Ich glaube schon mehrfach, gell? Ja, jetzt bin ich wegen dem einen Stein überladen. Der liegt immer irgendwie da. Vielleicht ist der aber auch fest dazugehörig. So, pass auf. Wir probieren den Trank jetzt mal, dass wir mal wissen, mit was wir hier zu tun haben. Der Trank der Nachtsicht. Okay, oder? Oh, der ist cool. Den begrüße ich gerade ziemlich, den Trank. Da kann man... Was ist denn da los? Bin ich einmal länger auf Reise? Was ist denn da los? Mein Freund, suchst du ein neues Dorf? Wolfram! Ach, wie sie sich dann auch... Ja, du machst es schon. Das machst du für mich, gell? Das ist die tiefe Liebe und Zuneigung. Sie ist ja schon zurück. Ich meine, der bleibt eine Woche weg. Ja, was soll ich sagen? Ja, schon mal immer wieder ums Eck rum, gell? Wenn wir gerade am Flirten sind. Ach ja, so ist er halt, du kennst ihn doch. Naja, meine ist auch nicht gerade. Ich gehe mal in mein Lager vor. Ich gehe mein Lager. Und gleich schrittle wieder hin. Hast du gesehen? Na gut, da ist er wenigstens beschäftigt, wenn ich unterwegs bin. Muss man auch mal sagen, ganz klarer Fall. Guck mal, dass wir ein Erbe kriegen und dann schauen wir mal, ob wir umziehen. Spaß. Jetzt pass auf. Jetzt haben wir folgende Optionen. Jetzt räume ich erstmal die Lege ein. Wir haben ja unheimlich viel Zeugs jetzt auch. Ich glaube, ich baue euch mal ein Feuer. Ne? Die brauchen bestimmt irgendwo einen Anhaltspunkt. Jetzt muss ich halt zukünftig die Steine hier reinpacken. Ne? Wenn da zwei Eimer sind, kann das nur eins bedeuten.
Wenn da zwei Eimer sind, dann werden sie wahrscheinlich schon alles getrunken haben. Holzschalen sind drin, Hopfen, hölzerne Fiolen sind... 115? Habe ich wirklich so viele Holzfiolen hergestellt? Das weiß ich gar nicht mehr. Pass mal auf. Brett kann rüber, Feder kann rüber. Flakon aus Ton tue ich auch mal rüber, Hopfen. Leder. Zwei Stein, 80. Die Weinflasche kann auch rüber. Und der Weizen als Material ebenfalls. Die Bierflasche. Die ist leer offensichtlich. Ja? So, da müssen wir dann da drüben gucken. Was ist denn eigentlich mit der Hose? Kann das sein, dass die vielleicht einer aus dem Dorf dann anziehen wird? Bin mir nicht sicher, aber meine Lederstiefel nehme ich zur Sicherheit schon mal direkt mit. So, sag mal, wo haben wir denn das Zeug rausgeschmissen? Das ist ja jetzt noch nicht verdorben hier, ne? Oh, bei 50%. Müssen wir mal drauf achten. Ich würde gucken, ob ich da was dazu schmeißen kann. Zum Beispiel ihmchen. Scheiße, jetzt habe ich ihn gegessen. Jetzt habe ich ihn gegessen, Leute. 2% Vergiftung, Alkohol. Gesundheit. Oh. Ich habe ihn schön reingehauen, statt dass ich ihn rauskauen habe. Junge, Junge. Gut, 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 gut. Komm her. Ich sag's dir. Ja, ja, ich habe die Vergiftung schon weggemacht, Digga. Ich bin zwar erschrocken. Kein geröstetes Fleisch mehr drin. Aber in der Küche haben wir es noch in der Herstellung, ne? Also, pass auf. Ich mache das alles rüber. Ich brauche es ja selber nicht. Ausnüchterungstrank, Bärenwein, Bilsenkraut. Hier ist nochmal 16 Fleisch. Dann haben wir, die benutze ich. Dann machen wir das so, so. Das machen wir nicht. Kohl. Den würde ich zur Kohlsuppe verarbeiten. Käse. Ja, ich hau's mal rüber. Der wäre zwar für uns auch nicht schlecht gewesen, aber ist okay. Ja, Wasser muss ich tatsächlich. Der Drang ist super, oder? Leute, wir sehen uns dann morgen. Guck mal, ich glaube, die ganzen... Die Frau schläft schon und er schlippelt noch draußen rum. Jetzt. Baldomir hat Licht gebraucht, sonst war er nicht zufrieden und glücklich. Ich gehe nochmal woanders. Guck mal, hier ist ein Aus und ein Ein. Hier ist keiner so wirklich überzeugt davon, dass er jetzt ins Bett soll. Genau, Leute, wir sehen uns morgen hier wieder. Wir gehen in den letzten Herbsttag. Zu tun haben wir genug. Wir können jederzeit rübergehen beim Unigos und beim Alvin die Mission erledigen. Wir können erstmal morgen gucken, dass hier alles in Ordnung ist, würde ich sagen. Ich fühle gerade mal die Eimer noch. Einer und zwei. Dann ist das Trinken wieder erledigt. Wie weit sind wir denn vom Brunnen eigentlich jetzt noch weg? Fischerhütte könnten wir bauen. Brunnen. Ja, wegen der Landwirtschaft, gell? Naja, sobald ein bisschen verdorbene Nahrung durch ist und wir Dünger haben, können wir Gas geben. Ich darf das Zeug nur nicht immer selber essen. So, letzte Amtshandlung für heute. Wassereimer rüber. Wassereimer rüber. Und... Der Rest räume ich jetzt ins Materiallager und warte mal, gib mir mal noch kurz die Fleisch. Gehe ich mal kurz in die Küche. Und dann machen wir uns nämlich selber nicht den Grillrost, Kessel. Was brauche ich denn da noch? Kohle hätte ich, dann kann ich drei Stück machen. Das heißt, ich brauche noch drei Holzschalen aus dem... Die mache ich noch. Machen wir noch zusammenkommen, dass wir mal wieder was gemeinsam gekocht haben. Weil Holzschalen waren ja hier bestimmt irgendwo drin, ne? Siehst du? Machen wir mal die hier. Die hier. Sehr schön. Ja, ich freue mich schon, wenn es dann irgendwann die ganzen Lichter und so, wenn wir so weit mal sind. Kohlsuppe. Ab dafür. Perfekt. Also, dann verabschiede ich mich. Freue mich auf morgen. Und dann schauen wir mal, was wir anstellen. Bis dann.